Hallo liebe Community, ich bin hier am Darwin Circle 2019 mit zwei echten Experten zum Thema Mobility der Zukunft. Felix Lee von IHANG und Ersan Günes von Intranav. Der eine wird uns Flugtaxis bringen, der andere schaut, dass in unseren Fabriken autonome Roboter die Waren hin und her schieben. Pitcht mal bitte kurz, was ihr eigentlich macht. Ich bin Felix Lee von IHANG. IHANG auf Chinesisch wird IHANG pronunciation. Und wir machen dieses Flying Taxi Project. Und wir sind auch momentan global eine der Leading Company for the autonomous air vehicle and also the ecosystem zusammen. Ja, mein Name ist Ersan Günes und ich bin CEO und Co-Founder von Intranav. Was wir machen ist, wir kümmern uns darum, dass alle autonomen Fahrzeuge der Zukunft, die in der Fabrik herumfahren, miteinander kommunizieren können und dadurch intelligenter werden und vernetzter. Wann kann man jeweils mit euren Lösungen rechnen? Also wann kann ich mit dem Flugtaxi fliegen? In Österreich. In Österreich, wir haben ein gemeinsames Projekt mit Linz AG. Wir versuchen, dass es nächstes Jahr ab 2020, dass die erste Teststrecke in Linz irgendwo machen könnte. Stimmt es, dass es für Kärnten auch Pläne gibt? Yes, das ist ja, das ist für Kärnten haben wir auch einen Plan, dass es sollen 19. das ist heute passieren, aber leider das ist verschieben geworden. Und bei dir sind die Roboter schon unterwegs, oder? Ja, bei uns sind die schon unterwegs und sind im Einsatz. Wir haben jetzt seit 2 Jahren wirklich große Pilotprojekte mit den Automotive-Herstellern und auch mit Mittelständlern. Ich denke mal, dass sich das in den nächsten 3 Jahren wirklich zu einem Standard etabliert. Welche Hürden seht ihr jeweils in der Umsetzung von dieser autonomen Mobilität? Also vielleicht du zuerst. Also die Hürde ist natürlich einmal so die Transformation und dieses Change Management, was in den Köpfen herrscht. Das muss sauber umgesetzt werden, denn technisch ist es machbar. Ja, und dann natürlich der Geldbeutel. Ne? Geldbeutel heißt, was kostet das? Ja, also man muss natürlich da ein gewisses Investment tätigen, aber der Return of Invest ist in kürzer Zeit schon da. Also 2 Jahre sprechen wir aktuell von. Und preislich liegt das so circa bei 500 Euro pro autonomen Fahrzeug im Jahr. Und ich denke, das ist eine kleine Summe. Kostenintensiv ist halt nur die Infrastruktur. Entweder gibt es bereits eine Infrastruktur, in Zukunft ja 5G, oder man muss eine legen und die kostet natürlich ein bisschen Geld. Felix, eure Drohnen sind wahrscheinlich teurer, oder? Das ist, wir kalkulieren, gibt es verschiedene Wege. Entweder durch die Kosten, die Ecosystem, was man einmal quasi als Initial Capital zahlen müssen, oder wir bieten auch diese für die Kunden pro Mal oder pro Lieferung oder sowas, weil wir machen nicht nur Human Transportation, wir machen auch die Drone Logistik, weil wir sind auch die exklusive Partner von der Herr. Antwort deine Frage, was wäre die Schwierigkeit oder die Hindernis für Drone as a Service? Die erste natürlich, einer der großen ist, dass die regulatorische Hindernis, weil in Europa weit, so weit, wir haben noch keine legal processes, procedure, was die permissions, also auch für die Zulassungen. Das ist einer der schwierigen Dinge. Und die zweite ist, dass in Europa, das ist auch die Akzeptanz. Wie weit wir dürfen in der Zukunft, dass es in der ganzen Himmel die so viele Drohnen-Sache oder Human transportiert wurden und über verschiedene Möglichkeiten, weil technisch, wir sind so weit, ist alles machbar, weil wir haben in Asien auch beweisen, dass es machbar und funktioniert, aber in Europa weit oder noch funktioniert in Österreich, ich glaube, wir werden sehr, sehr intensiv mit lokalen Partnern, FACC, mit Austro Control, das ist die Authorization von Österreich, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Wir versuchen quasi alle Hindernisse überwinden und so schnell wie möglich diese Service, diese Dienstleistung ermöglichen. Hier. Und auf einer technischen Ebene wäre aber eigentlich bereit, oder? Die meisten technischen Probleme schon gelöst und weil es ist schon gibt's kommerzialisierte Projekte in Asien. Was noch eine der großen Probleme ist, wie für E-Mobility, für E-Cars, das ist die Batterie. Und das bedeutet die Life Cycle und auch die Fliegdauer von Batteries. Das wäre technisch, weil die lange, die wir fliegen könnte,
desto besser sieht die Amortisation und auch Use Case. Mhm. Das ist ein generelles Hindernis für allen Drohnenhersteller. Ja. Weil ich glaube, bei Drohnen, also jetzt zum Beispiel bei Hobby-Drohnen, ja, gibt es von der Astro-Control ja ganz klare Flugverbotszonen. Ja. Und das sind ausgerechnet Wohngebiete. Ja. Was jetzt für Hobby-Drohnen okay ist, aber wenn ich ein Flugtaxi habe, ist es natürlich blöd, wenn ich damit mich nicht in der Stadt bewege. Genau, das ist auch, wenn man das als statische Definition in der Zukunft, dass wir haben auch diese Geofencing quasi, Messung, die man fliegen könnte, wichtig nicht, was ist empfindlich. Und wie ihr seht, haben mehrere Projekte mit der verschiedenen Behörde, dass wie man dieses Smart Corridor Konzept schaffen kann, wo man mit welcher Genehmigung fliegen dürfen. Und eigentlich alle solche Besorger gibt es eine technische Lösung. Aber wie weit diese Behörde das anerkennen lassen, das wäre eine Frage der Zeit. Ja. Mhm. Ja. Ein Riesenthema, das natürlich immer kommt und das betrifft, glaube ich, euch beides, das Thema Arbeitsplätze. Ja. Vielleicht betrifft dich wahrscheinlich mehr, weil es werden nicht jetzt auf einen Schlag alle Taxifahrer arbeitslos durch ein paar Flugtaxis von euch, aber Arbeiter in Fabriken, verlieren die dann ihre Jobs wegen euren Robotern? Ja, also man hat den ersten Impact immer bei den Gabelstaplerfahrern zum Beispiel, die werden ersetzt durch autonome Fahrzeuge und die müssen natürlich dann für andere Zwecke eingesetzt werden, aber auch jedes autonome Fahrzeug bringt statistisch gesehen 2 bis 3 Arbeitsplätze. Heißt Maschinenwartung, Software und Services. Da kommt es dann wirklich drauf an, inwieweit die Personen weiter geschult werden und wie sehr sich also die Firma in der Verantwortung fühlt, auch dieses durchzuführen. Ja. Also quasi, die werden umgeschult dann auf andere Tätigkeiten. Genau, die sind dann eher ITler. Ja. Und bei uns, das ist, weil wir fokussieren sich auf die autonomen Fliegen. Das bedeutet, für unser System braucht eigentlich keiner Piloten im traditionellen Sinn, aber wir brauchen doch Operator. Das bedeutet für die Ground Station, für diese VT Port, für diese Maintenance, für diese Call Center. Quasi, wir werden einige Stellen vernichten, werde ich ziemlich hart und direkt sagen, weil das ist Piloten gibt es oder Taxi Driver, brauchen wir nicht im traditionellen Sinn, aber wir schaffen auch viele neue Stellen. Das ist zum Beispiel, wie man die Security schaffen. Das ist nicht anders als ein traditioneller Flughafen, aber kleiner, kompakter. Quasi werden viele Stellen durch diese VT-Port schaffen und dann für die Value Chain, weil wir versuchen auch die ganze Supply Chain und Value Chain lokalisieren, weil das eine müssen. Weil wie man die Flugtaxi, die Sicherheit schaffen, eines durch technisch, was man technisch lösen kann. Aber andererseits ist da immer ein Interface mit Menschen. Menschen mit Menschen reden, Menschen mit Menschen bedienen. Das ist, ich glaube, das ist parallel, diese 2 Wege. Und quasi, wir schaffen auch viele neue Arbeitsstellen. Und in ganz anderen Bereichen halt dann. Natürlich, das ist nicht mehr wirklich die Taxi-Driver. Mhm. Aber dann hast du für Security, für Callcenter, für Maintenance quasi, ich weiß nicht, wie heißt das Deutsch, die Leute am Ground, um Sache zu kümmern. Eigentlich Fluglotsen braucht ihr dann sogar. Braucht ihr Fluglotsen dann für eure Drohnen. Richtig, ja. Okay. Abschließend so eure Vision für das Ganze. Wie werden jeweils eure Bereiche oder wie seht ihr die Mobilität der Zukunft für das Jahr 2025? Wie wird die Welt dann ausschauen? Haben wir einfach alle Fabriken voller Roboter? Haben wir den Himmel voller Flugtaxis? Wie sieht's aus? Also der Roboter wird auf jeden Fall Einzug finden und der Mensch verschwindet da immer mehr. Ja, also das ist auf jeden Fall unsere Vision, also voll digitalisierte Zukunft in der Industrie. Und ich glaube, dass es bis 2025, was unser Wunsch ist, dass es zuerst, dass in Europa, Europäische Union, dass wir eine richtige machbar und durable dieser Zulassungsprozesse haben, dass alle Vehikel richtig zertifizieren kann. Und dann, weil das ist in diesem Bereich momentan in Asien ist ein bisschen schneller. Wir können jetzt schon die Zertifizierungsprozesse schon Laufzeit über ein Jahr und nächstes Jahr, ich meine 2020, April, wir werden die erste Experimental-Zulassung haben. Und dann in 2025, wir glauben mindestens im globalen Markt, dass es in mehrere Inseln, in mehrere Wassergebiete über die Wälder oder unbesiedelte Gebiete, dass wir Drohnen viele Use Cases haben. Und in der Stadtgebiet, das ist mindestens in China,
in Guangzhou City. Das ist eine City mit 22 Millionen Population, plus minus. Mhm. Schon im nächsten Jahr, dass die erste Commuting machen könnte. Okay. Und dann Schritt nach Schritt, wir sammeln unsere Erfahrung, wir verbessern unsere Technologie, wir mit Lokalpartnern wie FSCC, wie ein paar andere noch in Diskussion, quasi schneller umsetzen können, technically. Und bei der Kommerzialisierung, das in Europa wahrscheinlich braucht noch ein bisschen Zeit. Und wie genau, wie viel Zeit genau, das müssen wir immer ständig mit der Lokalbehörde wie Autocontrol oder EASA besprechen. Cool. Das sind interessante Aussichten. Ich danke euch fürs Gespräch und euch, liebe Community, danke ich fürs Zuschauen. Danke.